Hallo, der Matthias hier. Ja, in diesem Kurzvideo möchte ich mal über das sprechen, was mich in den letzten Tagen munterer gemacht hat. Ich möchte kurz darauf eingehen, wie es früher war. Ja, ich hatte einfach Probleme, mich aufzuraffen und die Energie hat einfach gefehlt, um wirklich jeden Tag mit Schwung und mit Elan zu beginnen. In den letzten 2 Wochen war bei Damian Richter das Event Level Up Your Life und das war wirklich für mich wie eine Energietankstelle, die dann auch einige Dinge in Bewegung gebracht hat. Und ich bin jetzt da bei dem 100-Tages-Kurs drin und diese Woche heißt es, sei immer in einer starken Energie, sei immer in deiner Kraft und schau, dass du diese Woche das die ganze Woche über hinbekommst. Ja, das ist eben der Event, der passiert ist und jetzt zeige ich dir gleich, was ich dann noch angepasst habe. Das setze ich gestern um. Also ich habe von der Aufzeichnung vom Level Up Your Life Event habe ich die Stelle genommen, wo sie dann am Freitag richtig aufgedreht haben, wo sie richtig die Musik aufgedreht haben, wo man dann auch tanzt. Und das habe ich mir so zusammengeschnitten und dann eben hochgeladen auf mein Handy und dann als Wecker eingestellt. Und das Interessante war, ich habe gestern schon vor dem Einschlafen irgendwie so eine Mehr an Energie gespürt. Also das war einfach, ich habe mich anders gefühlt und bin anders eingeschlafen, so als ob ich gewusst hätte, dass ich morgen früh schon richtig toll aus dem Bett aufstehen kann. Ja, so lief es dann heute, genau so ist gekommen. Ich habe die Musik gehört und dann bin ich sehr schnell eben aufgestanden und habe dann auch die Energie und Kraft gehabt, aufzustehen. Das liegt einfach daran, dass man so wie so eine Art Anker gesetzt hat bei diesem Level Up Your Life Wochenende. Also du machst einfach mit und dann hast du diese Energie in deinem Energiekörper gespeichert und sowas heute auch. Ich habe die Musik gehört und mein Körper hat sich irgendwie daran erinnert, dass jetzt heißt munter werden, wach werden, loslegen. Ich bin dann konnte gleich super aufstehen und das war einfach. Ich habe das in den letzten Wochen habe ich das nicht geschafft und es ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Und gestern lag ich weiß nicht, wie lange ich es nicht geschafft habe, mich aufzuraffen. Das ist einfach, es ist schlimm. Und ich bin so dankbar, dass ich jetzt was verändern durfte. Dann habe ich noch einen Tipp für dich, in Bewegung bleiben. Das habe ich aus diesem Norbikow-Buch, was ich in einem vorherigen Video vorgestellt habe. Da heißt es, bleib immer in Bewegung. Also wenn du was machst, dann mach das und dann such dir wieder die nächste Aufgabe, die du dann machst. Und so schaffst du es, dass du einfach fit bleibst und nicht irgendwo liegen bleibst, nicht deine Motivation verloren geht, du irgendwie hängen bleibst. Einfach aktiv sein, das kann auch mal was Ruhiges sein, ein Buch lesen, dich entspannen oder so, eine schöne Musik hören. Aber dann bewusst machen, bewusst sagen, gut, jetzt mache ich das und dann einfach, wenn die Zeit vorbei ist, dann wieder weitermachen. Das ist auch, was mir geholfen hat durch dieses Buch eben diese Erkenntnis. In Bewegung bleiben, dann läuft der Tag auch so. Gut, wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch, Kanal abonnieren, wenn du magst, und ich wünsche dir einen tollen Tag. Tschüss.